Jahreshauptversammlung der Lufthansa. Lufthansa bestellt auch mehr 787-9er Dreamliner und 777 Frachter. Ein Thema, was mehr Sinn macht, ist World of Hyatt Promotion mit 5000 Extrapunkten. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. In der heutigen Folge bitte abonniert den Kanal, wie immer Abonnierbefehl, Glocke an und ganz, ganz wichtig, lasst uns ein Like da und kommentiert. Toulouse, Airbus. Ja, Airbus hat Zahlen bekannt gegeben. Der weltgrößte Flugzeughersteller, das ist man ja, hat 48 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert an ihre Kunden. Das sind merklich weniger als in Vormonaten. Im ersten Drittel hätten damit dann halt 190 Kunden oder 190 Maschinen an Kunden ausgeliefert, weil es gibt ja Kunden, die haben mehrere Maschinen bekommen. So einfach ist das, teilte der DAX-Konzern mit. In Toulouse gab es am Montagabend halt da die Information und man sagt, dass man erst ein Viertel des Ziels erreicht hat. In diesem Jahr sollen 720 Flugzeuge ausgeliefert werden und wie wir es letztes Jahr auch festgestellt haben, Ende des Jahres werden Flugzeuge einfach so quasi schnell an den zu Liefernden ausgehändigt, sagt hier, nimm mal ganz schnell. Und man hat jetzt im April 98 Aufträge reingeholt, hat auch einige Abbestellungen gehabt, 3 Stück. Im März hat man ja auch über 76 A330er, glaube ich, Neos von der AirAsia abbestellt bekommen. Also es waren 63, Entschuldigung, von den 76, das waren insgesamt. Und man hat die Maschinen, die man letztes Jahr im Dezember, ihr merkt es schon, die 2350er 900er von der Aeroflot wieder eingebucht. Ja, ganz genau, weil irgendwie hatte man die formell übertragen im Dezember, aber die sind nicht gegangen. Warum? Ganz einfach, weil es wegen den Sanktionen nicht gibt, so sagte es Airbus. Insofern ganz gute Nachrichten. Heute auch wieder mein Lufthansa-T-Shirt an. Warum? Ganz einfach, Jahreshauptversammlung in Frankfurt. Und da gibt es einige Neuigkeiten, in die wir einfach mal einsteigen können. Das ganze Thema ist ja schon vorab bekannt gewesen, aber einige Sachen verwundern doch dann. Und schauen wir uns dann nochmal genauer und konkreter an. Ja, man geht davon aus, dass Corona und die Krise daraus resultiert, wesentlich schneller überwunden werden kann, als man das gedacht hat. Und zwar komplett, ja, ganz genau, in Gänze, kein Thema mehr. Und Carsten Spohr sagte heute, dass man das Niveau möglicherweise schon vor 2025 erreichen kann, welches vor Covid da war. Ja, die Prognosen, damit ist man halt immer wieder vorsichtig gewesen oder hat einfach gesagt, wir machen keine Prognosen, aber nach 75% diesem Jahr will man in 2023 95% des Angebotes von vor Covid, also 2019, erreichen. Erklärte Herr Spohr als Zitat, nach 2 Jahren Pandemie lassen wir die Krise heute mental hinter uns und blicken gestärkt in die Zukunft. Man sei natürlich besser durch die Krise gekommen als die meisten Wettbewerber, habe die Pandemie genutzt, um neue Stärken zu entwickeln. Hört, hört, ja. Man hat sich mehr auf Privatreisende ausgerichtet und man hat 36.000 Stellen abgebaut, prüft ja auch die Beteiligung bei der Alitalia. Bei der Swiss überlegt man ja auch, dass man schon Geld zurückzahlen kann. Im zweiten Corona-Jahr, das war so das letzte Jahr 2021, ist man natürlich nicht auf dem Niveau vorher. Und Carsten Spohr, der vorher von einem Superlativ zum nächsten gesprungen ist, ist das natürlich eine etwas neuere Geschichte. Aber unterm Strich verringerte sich der Verlust auf 2,2 Milliarden Euro. Warum? Ganz einfach, weil die Cargo natürlich da um ein Viertel sich erholt hat auf 16,8 Milliarden. Man hat damit natürlich nicht die Hälfte des Vorkrisenjahres 2016 gehabt, aber so ist das halt. Und man möchte halt wirklich jetzt mit dieser Schuldenlast, die man hat, zwar starten, aber man möchte das auch relativ schnell wieder abtragen. Warum? Weil man eine Flotte hat, die halt einen sehr großen Sprit
Bedarf nicht mehr hat. Also das heißt, man will halt wirklich die 747-400er, aber auch die 340-600er schnellstmöglich loswerden, hat neue Flugzeuge bestellt. Ich gehe da auch gleich nochmal etwas näher drauf ein. Man hat halt wirklich auch die Kredite getilgt, hat also keine staatlichen Verpflichtungen mehr, außer dass der Staat noch Anteilseigner ist. Diese Anteilseignergeschichte möchte man ja dann natürlich auch relativ schnell loswerden, hat der Herr Lindner gesagt, bis Oktober 2023 ist der Bund ja verpflichtet, dies zu tun. Und die Aktionäre bekommen keine Dividende, weil solange der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, merkwürdiger langer Name, aber so ist das in Deutschland, mit an Bord ist, ist es halt so, dass keine Dividende gezahlt werden soll. Was sagt ihr zu den Zahlen? Was sagt ihr dazu? Was denkt ihr dazu? Was ist eure Meinung? Da wäre ich mal ganz gespannt. Aber wartet auf das nächste Thema. Und zwar einmal mit der Flotte. Lufthansa kauft 787-9er und 777 Frachter. Und man hat halt auf der Jahreshauptversammlung, deshalb habe ich das als eigenes Thema raufgenommen, weil es für mich so speziell ist. Und ich habe auch noch mal eine Auskopplung gemacht. Also es gibt drei Themen zu dem ganzen Lufthansa-Komplex, die wir heute bearbeiten. Das wäre das zweite Thema, dass man eine Bestellung von 777-8F, also Frachtern, gemacht hat. 777F aus dem alten Modell. Und man hat dann natürlich auch nochmal 787-9er gekauft. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie das dazu kommt. Also Lufthansa sagt, Lufthansa wird die Flugzeuge, die ursprünglich für andere Fluggesellschaften vorgesehen waren, ab 2025 erhalten. Und gleichzeitig werden die Auslieferungen der bereits bestellten Boeing 787-9er angepasst und teilweise auf 2023 bis 2024 vorgezogen. Man hat halt die Frachterflotte verstärkt. Man hat ja sogar von der Emirates eine gebrauchte 777S übernommen, die man im Sommer allerdings erst in Dienst stellt. Dann kommen ja zwei werksneue 777S 2023. Zusätzlich werden zwei geleaste 777S nochmal verlängert. Und die Verstärkung über den Kauf der 777-8F, die ja ab 2027 ausgeliefert werden, klopfe mal auf Holz, dass das auch alles so gut geht. Lufthansa Cargo wird damit dann halt auch ein Launch-Customer, zumindest der europäische, wenn die Qatar Airways die zuerst abnimmt. Jetzt können wir uns das mal angucken, was heißt das einmal? Die Fragestellung ist natürlich, ist das eine Entscheidung, die gut ist für Boeing oder schlecht für Airbus? Hat das eine Auswirkung auf die 350-900er oder auf die 1000er von der Qatar? Da muss man halt einfach mal schauen. Aber wenn man die 340-200, die 340-600, die 380er sich anguckt, dann ist das eher traurig, weil die gehen ja weg. Dann kommen die anderen Flugzeuge natürlich wesentlich später. Man kann natürlich sich anschauen, dass das Flottenentscheidungen sind, die halt relativ merkwürdig sind. Genauso ist ja die 747-8 eine merkwürdige Entscheidung im Kontext gewesen. Und einige sagen ja auch, dass das ein Fehler ist. Und ihr werdet jetzt natürlich sagen, was ist denn bei den Jungs bei Lufthansa kaputt? Ich meine, du kaufst bei Boeing Flugzeuge, du brauchst Flugzeuge, aber die können halt nicht liefern, also kaufst du mehr davon. Kann natürlich mit dem Preis zu tun haben. Und wenn man halt diese Whitetails, also die Flugzeuge, die einfach schon fertig produziert sind, einfach nur weiß da stehen, muss man halt einfach gucken, was da für ein Preis fällig ist, weil die sind ja auch schon verspätet. Was ist denn da an Kompensationen vielleicht gelaufen? Vielleicht sind diese Kompensationen in die Kaufpreise der neuen Flugzeuge mit eingerechnet worden, weil die 777X sich ja bis 2025 verspätet. Und ich weiß auch nicht, ob man da vielleicht so eine 777-9er umgewandelt hat. Man hat das ja bei anderen Fluggesellschaften gemacht. Singapore Airlines hat ja zum Beispiel aus den 350ern F da auch eine Umwandlung gemacht. Und jetzt kommt meine These, dass das eigentlich gar nicht so schlecht ist für Airbus. Warum? Ganz einfach. Man ist ja bei dem 350er damit nicht raus, weil der 350er ist ja das einzige Flugzeug, was irgendwie lieferbar ist und auch zuverlässig lieferbar ist. Und die 350-900er und die 350-1000er sind halt lieferbar. Und man darf halt auch wirklich nicht vergessen, dass man wirklich einige Flugzeuge schon abgegeben hat und die wirklich ersetzen muss. Und damit kommen halt wirklich diese Airbusse dann nur zum Tragen. Von den 14 A380ern gehen ja jetzt wieder welche weg.
sechs Stück, die werden auch nicht wiederkommen. Bei den 14 340-600ern sind ja auch wieder einige aktiv, 5 oder 6 Stück sind das. Die 747-400er, da fliegen die alle? Das weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht. Könnt ihr ja unten schreiben, wenn ihr das genau wisst. Bei den 340-300ern sind auch irgendwie alle aktiv. Aber ich denke mal, dass wenn man eine große Anzahl 787er Dreamliner und 350-900er kauft, ist das eine relativ große und gute Wahl. Warum? Ganz einfach. Man gibt dafür ja die alten 340er und die 747-400er auf, also Flugzeuge, die wirklich Spritfresser sind. Und damit ist man in einer Position, wenn alles gut geht, wo Carsten Spohr, wenn er richtig gepokert hat, ganz, ganz weit vorne liegt. Ich möchte da einmal einen Sidekick machen zur Air Baltic. Warum? Ganz einfach. 2014 oder wann das war, da hat ja Martin Gauss bei der Air Baltic ein Flugzeug gekauft, CS-300. Und da habt ihr alle gesagt, was ist das denn für ein Flugzeug? Ja, das ist die Bombardier, heute bekannt als Airbus 220. Heute wären alle froh, wenn sie die 50 Maschinen hätten. Also insofern ist das in meinen Augen... Manchmal muss man pokern, man kann hoch gewinnen, man kann aber auch hoch verlieren. Also insofern ein bisschen Risiko. Und wenn man sich das Ganze anschaut, ist es halt in meinen Augen auch richtig so, wenn man zwei große Teilflotten hat in 777 und 350er, dann ist das nicht schlecht. Die 787 kommt ja noch dazu, dann hat man ja noch die 320er, man hat ja noch die 220er bei der Swiss zum Beispiel. Mal schauen, wie weit die noch ausgerollt werden. Und deshalb glaube ich nicht, dass das für Airbus schlecht ist, sondern eigentlich eine Stärkung für Airbus, weil sie halt im Moment ziehen können und machen können. Aber auch hier schreibt einfach unten, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt, ob der A350 jetzt damit bei Lufthansa nicht ganz so lieb gehabt oder nicht so ganz lieb haben wie die 777 oder ob das jetzt einfach der Zeit geschuldet ist, weil die Flugzeuge billig sind. Schauen wir einfach mal uns das Ganze an. Kleiner Hinweis, in 2023 soll ja auch die neue Business Class kommen. Also das ist jetzt uns versprochen worden. Der nächste Komplex, den ich ausgelagert habe aus der Jahreshauptversammlung, wo ich auch nochmal reingehen möchte, ein bisschen mehr ins Detail, ist der Teilverkauf der Lufthansa. Ja, wie soll man das sagen, die nicht unbedingt zum Kerngeschäft gehören. Wir hatten ja das erste Thema, was schon passiert ist, das ist ja die Lufthansa Skychef in Europa, die ist ja verkauft worden. Und jetzt ist die Technik dran und aber auch die AirPlus. AirPlus ist für viele von euch vielleicht nicht so wirklich so ein Thema, das ist ja dieser Dienstleister für die Zahlung und so weiter. Wir selber hatten damals in unseren Schuhgeschäften, hatten wir ja AirPlus Terminals. Ich habe sie als Aficionado nur einfach genommen. Ich hatte nie einen Preis eigentlich großartig verhandelt, oder? Aber ich dachte, ich habe immer einen guten Preis. Und ich hatte auch meine ersten Lufthansa-Kreditkarten. Die kamen ja auch von der Lufthansa Air Plus. Allerdings waren sie von der Deutschen Bank bzw. von der Dresdner Bank damals ausgegeben. Und wenn man sich die Rede von Carsten Spohr nochmal anguckt, ist es einfach so, dass er sagt, wir sind überzeugt, dass eine größere Unabhängigkeit vom Konzern der weiteren Entwicklung der Lufthansa-Technik gut tun würde. Deshalb treffen wir die Vorbereitung für den Kauf eines Minderheitsanteils im kommenden Jahr. Und so ist es einfach, dass man da halt einen kleinen Teil einer Mindestbeteiligung verkaufen will. Man wollte das Ganze ja schon vor der Pandemie tun und das ist ja auch irgendwie schon durch die Presse gegangen damals, dass man die Technik verkaufen wollte, aber auch die Air Plus. Und jetzt sagt die Lufthansa, nee, wir wollen unser Kerngeschäft machen. Was ist das Lufthansa-Kerngeschäft? Der Transport von Menschen und Waren. Ganz genau. Und damit kann man halt den Wert der ganzen Gruppe nennen. Man hat im vergangenen Jahr bei der Technik mit 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 4 Milliarden Euro erwirtschaftet und ein bereinigtes Betriebsergebnis gehabt von 384 Millionen Euro. Vergleicht man das Ganze mit dem MTU Euro Engines, das sind die Triebwerkshersteller, an der Börse wird das Ganze mit einem 19-fachen seines Betriebsergebnisses gehandelt, also insgesamt mit 10 Milliarden Euro und damit höher als die gesamte Lufthansa-Gruppe 8 Milliarden. Und die Lufthansa-Technik könnte bei einem Teilverkauf mit mehr als 5 Milliarden Euro bewertet werden. Man gibt auch der Ganzen eine Chance, dass es vielleicht höher geht, 7 bis 8. Und Lufthansa möchte aber ausschließlich Finanzinvestoren ansprechen und hat damit sich zusammengetan mit zwei Banken. Wer war das nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Genau, ich komme gleich wahrscheinlich in den Text, habe ich das auch eingeschrieben. Und man hat nach wie vor die Option, den Teilverkauf zumindest im kommenden Jahr zu stoppen. Es gibt zwei Gründe. Einmal, wenn der Preis nicht okay ist, also dass man nicht den Preis, den man haben möchte, erzielt oder das Marktumfeld nicht
stimmt. Marktumfeld nicht stimmt, ist meistens immer ein niedriger Preis, aber nun gut. Und so steht es im Text der Hauptverhandlung, dass jede Transaktion Wert schaffen muss. Also es geht sich da nicht einfach ums Verkaufen, ums Verkaufenswillen, sondern es muss werthaltig sein. Und das Problem ist einfach, dass die Lufthansa-Technik natürlich eng mit dem Lufthansa-Kerngeschäft verbunden ist. Denn man muss ja einfach mal gucken, dass die ganzen Lizenzen der Wartung von Airbus, aber auch von Boeing ganz klar damit zusammenhängen, dass die Gruppe diese Flugzeuge selbst einsetzt. Das heißt also, dass es dass man halt da mit der Lufthansa-Technik in einem Boot sitzt. Des Weiteren ist es ja auch so, dass viele CEOs von der Lufthansa, Wolfgang Mayrhuber zum Beispiel, Gott sei ihm selig, und Jürgen Weber, die haben ihre Karriere bei der Lufthansa-Technik begonnen in Hamburg, ganz genau. Und auch ist die Technik für die Lufthansa ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Warum? Ganz einfach. Weil man natürlich da immer ganz klar Frontline ist und weiß, wie die Flugzeuge funktionieren, was die Thematiken sind. Man hat ja auch Sachen entwickelt, zusammen mit der BASF ist das ja die Haifischhaut, die ja jetzt bei den Lufthansa-Flugzeugen bei der Cargo drauf gemacht wird, um wirklich spritsparender zu sein. Dann ist es natürlich auch so, wenn man, ja, ich sag jetzt mal, ein Kerngeschäft hat, aber da drumherum Businessmodelle aufbaut, dass wenn das Kerngeschäft mal schwächelt, dass die anderen was bringen, so wie es bei der Cargo zum Beispiel war, hat die Passage ein bisschen was gebracht, aber auch wenn die nicht funktionieren, die Technik bringt Geld und so weiter und so fort. Also ich denke, dass wenn man diversifiziert, ist das schon spannender. Und natürlich hat man 16,7 Milliarden Kreditschulden angehäuft und man möchte natürlich damit diese Schuldenlast reduzieren. Weil wenn man überlegt, dass man von 16,7 Milliarden einfach mal 8 Milliarden, wenn das der höchste Preis wäre für die Technik, zahlt, dann wäre das natürlich weg. Und da will man einfach mal gucken, dass da was passiert. Was ist eure Meinung dazu, dass man bei der Lufthansa-Technik da wesentliche Sachen verkauft, um damit Geld zu holen, um das Ganze zu reduzieren von der Schuldenlast her? Ist das etwas, wo ihr sagt, das ist langfristig sinnvoll oder nicht? Oder sagt ihr, das ist ein Problem, wir haben ja jetzt zum Beispiel mit den Essen beim Catering auch ein Riesenproblem gehabt. Wenn es Lufthansa gewesen wäre, wäre das vielleicht nicht so gewesen. Glaube ich allerdings ehrlicherweise nicht. Ich bin da sehr gespalten, ob man das alles verkaufen soll, aber ich werde ja Gott sei Dank nicht dafür bezahlt, um mir einen Kopf dazu zu machen. Als Armchair-CEO der Lufthansa kann ich mir natürlich da auch einen Luxus erlauben, habe natürlich aber auch nicht alle Fakten mit Zahlenbasis. Das heißt, also für mich ist es halt eine emotionale Geschichte und eine Logikgeschichte. Und ich glaube einfach, dass es bei gewissen Themen macht es vielleicht Sinn. Aber zum Beispiel, wenn man so sieht, British Airways hat ja die IT auch mehr oder weniger verkauft, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und seitdem haben die Probleme. Deshalb ist die Frage, ob man solche Sachen, die wirklich betriebsrelevant sind, ob man die durch ein Outsourcing verkaufen soll und damit sich dann, ja, damit eigene Probleme ins Haus holt. Anderes Thema wäre zum Beispiel, wäre Air Canada gewesen. Die haben ihr Aeroplan ausgelagert, haben es verkauft und haben es jetzt wieder zurückgekauft, nachdem man festgestellt hat, das mein Bonusprogramm brauchen wir doch in-house. Also insofern schwierige Entscheidung. Was ist eure Meinung? Lasst uns da mal eine These entwickeln. Was denkt ihr? Sollte Lufthansa es verkaufen oder sollte es nicht verkaufen? Spannendes Thema. Münchner Flughafen. Ich finde den Flughafen selber geil. Da gibt es gar nichts. Der Flughafen, kurze Wege und alles. Und also ich finde ihn tipptopp. Aber die Anbindung, wenn man vom Münchner Flughafen in die Stadt will, das ist halt ein Riesenproblem. Und dieses Problem ist in meinen Augen richtig, ja, es ist schlimm. Es ist eigentlich schlimm. Und die Anbindung ist schlechter als Berlin, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Die Bahn braucht eine Stunde, mit dem Taxi teuer. Also was ich mache, wenn ich nach München fahre, ist zum Beispiel, dass ich mir ein Car2Go nehme, die ja übrigens verkauft worden sind von Mercedes und BMW. Die sind, glaube ich, an die Citroën gegangen oder PSA. Also auf jeden Fall nach Frankreich. Und jetzt hat man aber am Münchner Bahnhof, Flughafen, endlich eine Bahnhofsidee, ganz genau. Der Freistaat hat im Landtag einen vierstufigen Ausbau vorgestellt. Das heißt also, man hat sogar vor, einen ICE-Bahnhof zu bauen. Die Planungen für den Ausbau der Bahnverbindung zum Flughafen werden jetzt relativ konkret, weil man in diesem Vier-Stufen-Konzept für die überregionale Schienenverkehrsanbindung des Flughafens München
das Ganze vorstellt. Ja, ganz genau. Es gibt ein überregionales Schienenverkehrsanbindungsgesetz, Initiative, wie auch immer. Und es soll halt wirklich in der Endphase den Bau eines Fernverkehrsbahnhofs am Flughafen geben und eine, ich glaube bei Bahn heißt sowas eine Verschwenkung oder sowas, der IC-Linie München-Nürnberg mit Neufahren mit Anschluss Flughafen. Das wäre doch mal eine geile Geschichte. Heißt also, der Flughafen München sagt, dass der Freistaat da auch eine Express-S-Bahn vorschlägt. Einen Zeitplan gibt es natürlich nicht, also es muss jetzt nicht unbedingt in den nächsten 10 Jahren, 20 Jahren stattfinden, so ungefähr gefühlt klingt das dann. Man weiß auch nicht, was das kostet, aber heute ist der Verkehrsausschuss des Landtags da mit den Abgeordneten und die haben da halt reichlich Gesprächsstoff. Frank Kutzner ist Leiter des Referats Bahnausbau im Bayerischen Verkehrsministerium und er sagt, dass man einen guten Modal-Splittwert haben möchte. Modal oder intermodal heißt halt, dass man alle Verkehrsmittel, heißt also Bahn, Flugzeug, Auto und alles also zusammenbringt. Und ein Drittel der Passagiere und Beschäftigten gelangen per Schiene zum Flughafen. Doch der Anteil könnte beim Ausbau teilweise um 100% gesteigert werden. Das wäre ja mal toll. Und in Stufe 1 würde es ein ÜFEX geben. Jetzt sagt ihr ÜFEX. FEX kennen wir ja, Flughafenexpress aus Berlin. Aber das wäre dann ein überregionaler Flughafenexpress. Also quasi ein FEX International. Ich weiß es nicht. Und die Express-S-Bahn erreicht den Flughafen in 25 Minuten. Und für Stufe 2, also dem Start einer Regional-S-Bahn, könnte man sogar von Ulm-Augsburg bis zum Flughafen fahren. Und da muss man halt noch einige Strecken zusätzlich machen. Man muss dann Ringbahnschluss machen und so weiter. Zwei Gleise, Mammendorf-Malchim, sowie der umstrittene Ausbau der S-Bahn-Strecke Dackelfing, Johanneskirchen. Und dann kann man wirklich mit der S-Bahn vom Hauptbahnhof in 25 Minuten hin und her fahren. Heute ist es 40 Minuten, wenn er fährt, wenn im Sommer nicht wieder irgendwas passiert oder wenn irgendwas auf den Gleisen wieder ist. Die dritte Stufe, da geht es sogar so weit, dass man Fernverbindungen machen möchte. Das heißt also Innsbruck, Rosenheim, Flughafen, Memmingen, aber auch zum Beispiel Herrsching zum Flughafen. Und die Stufe 4, die wäre richtig pornös in meinen Augen, von Wien nach München via Flughafen. Und dann muss man halt wirklich einen Verkehrsbahnhof, Fernverkehrsbahnhof bauen. Und das wäre in meinen Augen etwas, was München als Flughafen wirklich ganz weit nach vorne bringt. Was ist eure Meinung? Was denkt ihr dazu? Macht ihr für München da ganz einfach eine bessere Zukunft, wenn ihr einen Bahnhof habt? Also ich glaube schon. Ich persönlich wäre da richtig happy. Ich bin ja so manches Mal am Flughafen geblieben, weil ich schon allein keinen Bock hatte, die Stadt zu fahren. Kommentieren. Aber da wir auch heute mit Meilenpunkten und Status unterwegs sind, möchte ich euch die neue Promotion von Hyatt nicht vorenthalten. Und zwar die neue Promotion ist so, die nennt sich Your World is Expanding, also deine Welt vergrößert sich. Und da gibt es eine Promotion, die sagt, 3 Nächte oder 3 Stays oder mehr, dann gibt es 5000 Punkte. Das ist leider keine Promotion, die für alle Hotels geht, sondern die gilt nur für die 9 All-Inclusive-Hotels. Das wäre zum Beispiel die Zoetri Wellness and Spa Hotels. Da gibt es welche in Cancun und so weiter. Also das ist All-Inclusive. Sunscape Resorts und Spas ist auch All-Inclusive. Cozumel und so weiter, auch Mexiko. Dann die Breathless Resort and Spas. Secret Resort and Spas. Aber auch so Cancun und alles, also alles Mexiko und die Dreams Resort and Spas. Das sind die ganzen, wo die Promotion gilt. Leider nichts, was bei uns in Europa irgendwie zählt. Ich möchte es aber trotzdem erwähnen, wenn jemand da übernachtet, das heißt also, wenn ihr 3 Aufenthalte habt oder mehr als 3 Nächte, dann gibt es diese 5000 Punkte. In meinen Augen zumindest nicht schlecht, wenn man da übernachtet. Ich persönlich bin kein Freund von All-Inclusive. Wenn man sich die All-Inclusive-Properties anguckt, und da habe ich auch schon einige Stimmen gehört, die haben gesagt, bei Zilara und bei Ziva, wie die hießen, das waren ja die ersten All-Inclusive von Hyatt, Alkohol war, Essen war
Und das ist, finde ich, schade, weil Essen ist ja gerade das, womit Hyatt gepunktet hat bei mir, weil ich fand, dass die Restaurants, und da denke ich zum Beispiel an Tea Room in Bangkok, ich denke an zum Beispiel das Park Hyatt in Wien mit dem Restaurant, ich denke da zum Beispiel an Seoul, an das Restaurant, oder aber zum Beispiel in Abu Dhabi das Park Hyatt in den Villas, das unten das Beach House zum Beispiel, dass da die Gastronomie top-notch ist. Und das finde ich schade, wenn das da einfach leidet. Muss man einfach mal schauen. Und Mexiko ist natürlich immer wieder ein schwieriges Pflaster. Warum? Weil die ganzen Amerikaner mit Spring Break oder mit Partys oder sowas da sind. Da ist das halt relativ schwierig. Aber ich wollte euch die Promotion einfach mal vorstellen. Wenn ihr also 3 Nächte bei diesen Marken übernachtet. Und natürlich sind neue Marken dazugekommen bei der Brand Portfolio. Das heißt also, wenn man ja bei 5 Marken übernachtet hat, kriegt man eine Freinacht Kategorie 1 bis 4. Kostenlos, umsonst dazu. Genau. Danke, dass ihr heute dabei wart. Ich weiß, es war wieder länger. Ich muss mal auf die Uhr gucken, wie lange das hier wieder war. Nichtsdestotrotz, wir sind über 25 Minuten. Deshalb schnell die Absager machen. Also auf jeden Fall danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff. Und denkt daran, abonniert den Kanal, macht eine Glocke an und ganz, ganz wichtig, lasst uns ein Like da, aber auch Kommentare. Also danke und bis morgen wieder. Ciao. Jetzt auch Schluss und ich komme auch hoffentlich bald raus aus meinem Lufthansa-T-Shirt.